Hallo, hier spricht Stefan Leininger und in diesem Video geht es um effektives Bauchmuskeltraining. Ich möchte einen Waschbrettbauch. Was muss ich dafür tun? Bringt mir Bauchtraining was, um dort abzunehmen? Ich möchte einen flachen Bauch. Wie oft muss ich meine Bauchmuskeln beanspruchen? Muss ich überhaupt meine Bauchmuskulatur trainieren? Alle Fragen werden in diesem Video beantwortet. Die Bauchmuskulatur besteht zum einen aus dem geraden Bauchmuskel, die schräge Bauchmuskulatur und der viereckige Lendenmuskel oder auch Quadratus lumborum genannt. Dann gibt es noch die sogenannte quere Bauchmuskulatur bzw. den Transversus abdominis. Zum einen ermöglichen die Bauchmuskeln die seitliche Drehung des Rumpfes und zum anderen die Annäherung des Brustkorbs zum Becken. Die Bauchmuskeln schützen zum einen die inneren Organe und zum anderen bilden sie zusammen mit dem Antagonisten, dem unteren Rücken, das Muskelkorsett des Rumpfes. Die Bauchmuskeln entlasten somit die Wirbelsäule. Die Antwort: Nein, lokale Fettverbrennung ist nicht möglich. Das bedeutet, du kannst so viel Bauchübungen machen, wie du möchtest. Du wirst dadurch am Bauch nicht gezielt abnehmen können. Um die Bauchmuskulatur zu sehen, ist es wichtig, einen sehr niedrigen Körperfettanteil zu haben. Und dies geschieht in erster Linie durch eine gezielte Ernährung bzw. durch ein Kaloriendefizit. An zweiter Stelle kommt das Krafttraining, wo der gesamte Körper trainiert werden sollte. Und eventuell noch ein zusätzliches Ausdauertraining oder High-Intensity-Intervalltraining, um den Fettabbau zu forcieren. Wenn du untrainiert bist, solltest du in jedem Fall deine Bauchmuskulatur ein- bis zweimal in der Woche gezielt, isoliert beanspruchen. Die Bauchmuskulatur wird schon bei sehr vielen Grundübungen sehr gut mit beansprucht, wenn man intensiv trainiert, zum Beispiel bei Klimmzügen, zum Beispiel bei der Beinpresse oder wenn jemand Kniebeugen oder Kreuzheben ausführt. Hier haben wir schon eine sehr gute stabilisierende Beanspruchung der Bauchmuskulatur. Ein zusätzliches Bauchtraining kann man dann gerne noch machen, ist aber nicht zwingenderweise notwendig. Ein gezieltes Training der schrägen Bauchmuskulatur ist im Allgemeinen nicht notwendig, außer du hast eine Skoliose, beziehungsweise du bist einseitig und eine Seite des Rumpfes ist stärker ausgeprägt als die andere, dann macht ein gezieltes Training der schrägen Bauchmuskulatur absolut Sinn. Du solltest die Bauchmuskulatur wie jeden anderen Muskel auch behandeln. Ein Training ein- bis zweimal in der Woche zu je ein bis drei konzentrierten, langsam ausgeführten Sätzen reicht hierzu vollkommen aus. Ich demonstriere jetzt eine sehr effektive Übung für die gesamte Bauchmuskulatur. Und zwar Crunches. Also, diese Übung kann man quasi überall ausführen. Man legt sich auf den Rücken. Die Beine sind gebeugt. Die Fersen kann man so aufstellen, dass die Fußspitzen nach oben zeigen. Geht aber auch so. Die Hände unterstützen leicht den Kopf seitlich. Ellbogen hinten lassen. Und was wichtig ist, der Kopf bleibt bei dieser Übung gerade in Verlängerung zur Wirbelsäule. Und dann geht man langsam mit Kontraktion der Bauchmuskulatur hoch, die Schulterblätter vom Boden weg, oben halten
und langsam nicht ganz runter gehen, sodass permanent Spannung vorhanden ist. Halten hier wiederum und langsam hochgehen und halten die Spannung. Hier haben wir eine Beanspruchung der gesamten Bauchmuskulatur. Das kann bei dieser Übung sein, dass es an der Halsvorderseite etwas brennt. Das mag etwas unangenehm sein, macht aber prinzipiell nichts aus. Das ist lediglich die Muskulatur und die wird nebenbei noch mit trainiert. Was bei dieser Übung oft falsch gemacht wird, das demonstriere ich jetzt. Die Hände umfassen den gesamten Kopf und der Gegner zu schnell hoch. Das sieht dann so aus. Diese Ausführung vermittelt zwar das Gefühl, dass man höher kommt, aber natürlich, man arbeitet hier mit Schwung. Die Halswirbelsäule freut sich ebenfalls nicht und auch bei Nackenverspannungen kann sich das dann negativ auswirken. Also wichtig ist, dass der Kopf gerade bleibt in Verlängerung zur Wirbelsäule und dann ganz langsam hochgehen und halten die Spannung oben, sehr wichtig, und langsam nicht ganz runter und halten, sodass permanent Spannung gewährleistet ist. Ich möchte mich noch bedanken fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch.